Herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Let's Play Social Empires und heute ist der David mit dabei. Hallo YouTube! Ja, eigentlich wollte der ja schon gestern dabei sein, nur gestern ist mir das komischerweise passiert, wir haben alles aufgenommen, aber ich habe vergessen, das Systemaudio aufzunehmen und bah, dann wurde das nix. Naja, dann wurde es halt um einen Tag verschoben. Und Mann, heute habe ich kein Mandelreward mehr, Ja, das war scheiße. doof. Was für eine Insel soll ich denn mal heute spielen? Die von gestern. Die von gestern? Habe ich so lange für gebraucht. Mach so eine, die du wirklich, 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 wirklich extra lang brauchst. Nein. So nicht. Kein Bock. Ich mache, warte, 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 was mache ich denn? Ich mache Himmelsinsel auf 3 Sterne. Ja. Die Himmelsinsel, die ist doch auch schön, oder nicht? Voll der Pro. Ach, Himmelsinsel geht doch, oder? Heißt doch nichts mit Pro zu tun. Ne, ich Himmelsinsel. meine ja nur 3 Sterne. Ja, trotzdem. Ist trotzdem zu leicht. Okay, Himmelsinsel ist Fahrt. Ja, Himmelsinsel ist leicht. Naja, welche Inseln ich immer so lange, also. Für welche ich so lange brauche, ist immer hier Elbimperium und ja und dieses andere da mit den Pharao-Ding an. Das habe ich ja beim 100 Abonnenten-Special. War es beim 100 Abonnenten-Special? Ja, ich glaube schon, das habe ich beim 100 Abonnenten-Special auf dem alten Kanal gemacht. Da hatte ich ja erst nach, weiß ich nicht, einem Jahr oder so 100 Abonnenten. Und da habe ich das gemacht und ja, da habe ich dann 1 Stunde Social Empires aufgenommen und habe ich 1 Stunde für Elbimperium gebraucht. Lol. Okay, da hatte ich ja noch viel schlechtere Truppen, aber okay, ganz viel schlechtere Truppen. Ja, da hatte ich noch keine Neon Epics, da hatte ich noch keine Scorched Savage, Blue Fire, Gin Dragon und was weiß ich. Da hatte ich, was hatte ich denn da? Ach, solche kleinen Einheiten, da hatte ich nur Electric Extreme, den Windgott. Boah, das war's, glaube ich. Ja, Alter. Voll die kleinen Einheiten. Von denen träume ich. Oh. Okay, nein, ich träume. Ich meine ja nur, die hätte ich gern. So, Mixer macht's möglich, ne? Oh, ich habe wieder einen roten Bahamut-Teil gekriegt. Oh, geil. Oh, geil. Ist ja nicht so, als hättest du sie ja schon. Naja, ich müsste mal meinen roten Bahamut holen, aber der ist mir zu schwach. Naja. Wieso, was musst du denn jetzt noch alles opfern? Ich muss nur noch das Herz geben, aber fürs Herz brauche ich ja noch die Teile und deswegen. Wie viele Teile hast du schon? Ich glaube 3. Oh, schon wieder ein roter Bahamut-Drache-Teil hier. Boah, das droppt hier alles so Ich schnell. habe erst 3 vom roten Bahamut und 2 vom goldenen. Und vom Bahamut Herz? Nix. Euer vom Bahamut Herz habe ich nur ein einziges Teil. Ja, Das habe ich Bahamut bei Herz der. ist schwer. Das steht eigentlich eh, wo du es kriegen kannst. Oh, und ein goldener Bahamut-Drachenteil hier, so ein Dingen. Ich mach wieder mit meinen Neon Epics hier dieses Kreiselding, kreiselt alles rum, zack, 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 geht's kaputt. Ist immer praktisch. Cool. Aber was ich hasse ist, dass dann immer diese Gegner da rausfliegen. Ich hasse das. Boah, da muss ich auch immer Ja, außen da musst du rum. immer deine anderen hinschicken und Ja, dort. das ist voll nervig, ey. Die sollen nicht wegfliegen. Ja, wieso fliegen die überhaupt weg? Weiß ich nicht, soll wohl simuliert werden, dass die so nach hinten geschleudert werden. Oh, schon wieder ein roter Bahamut-Dingen da. Ich Das. glaube, du kriegst das Herz, da steht's eh, bei der vierten, bei den letzten 4 Zeppelin-Inseln. Oh, die sind aber die schwersten. Ja, opfere dich für das Bahamut-Herz. Ja, ne, ich muss mal wieder eine lange Folge machen, in der ich das mache, aber. Da muss ich mal gucken, wann ich die Zeit dafür habe. Weil ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, ne? Also. Ja, Ich habe immer so kommt meine hin. Termine und alles. Termine, Ja, ich habe immer so Training, ja, und Was Arzt denn? und. Fußballtraining? Nee, Tischtennis. Ja, ich weiß, hört sich auf den ersten Blick an. Ach, Tischtennis, das kann doch jeder. Oh, ich habe was vom obersten Bahamut-Herz gekriegt. Oh, geil. Ich freue nur noch einen Teil dafür. Und das ist diese rote Kugel.
Oh lol, ich dachte, du hast nichts vom Blutbahamut-Drachenherz. Nicht vom Roten, dann vom Obersten. Ja, dieses Herz da. Ja. Und ja, jetzt nochmal zum Tischtennis. Also, viele denken, ach, Tischtennis, also das ist doch gar nichts. Da braucht man noch nicht trainieren, aber ist so, das hat wirklich was mit Sport zu tun, Ja, ich weil am weiß. Tisch muss Das man ist immer hin nicht und leicht. her laufen und das kann man nicht so auf Anhieb, deswegen. Voll der Angeber hier. Nein. Voll der Fußball-Pro und so. Was kannst du, Tischtennis? Fußball kann Ist ich nicht. nur FIFA. FIFA bin ich, also in FIFA 13 am PC bin ich im Moment in der dritten Liga. Ja, alles erhackt. Na, alles hier. Spät hast mein Tor hier gesehen bei FIFA 13. Das habe ich auch nicht gehackt, obwohl das richtig irgendwie sieht das zu perfekt aus. Yep. Zu perfekt. Ja, ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Ich stehe so, ich renne so aufs Tor zu, auch drück einfach mal so ein paar Sekunden die Leertaste und boom, schießt er. Dann Also schießt. ich bin überhaupt nicht gut in FIFA und auch nicht in Fußball. Ich bin Oh. gut in. Gar nichts. Ah, stimmt nicht. Oh. Also. Boah, die sollen mal tot gehen hier. Echt, das nervt an, wenn sie nicht tot gehen. Ja, das glaube ich dir. Naja. Ich kreise die ganze Zeit mit dem Kreisel hier rum in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal sterben. Naja. Doofen Monster. Ja, diese Attacken, die sind so meine Hauptattacken. Ich mache immer diese Attacken mit den Neon Epics. Oder oh, da fällt mir an, den Neon Epic Wing sollte sich mal heilen. Und die anderen lasse ich einfach mal so da rein. Da ist mir egal, wie viel Schaden die machen. So. Das Tolle ist ja, dass der Neon Epic Dragon sich immer heilen kann und das zum Tausend. Oh, schon wieder ein rotes Bahamut-Teil hier. Schon wieder. Und noch eins! Boah, zweimal hintereinander. Mein Gott. WTF, du Hex! Das ist nicht möglich! Bannt ihn aus Social Empire und gibt mir all sein Cash. Oh, ich habe doch nicht viel, ich habe ja nur 59. Letztes Jahr hatte ich irgendwann mal Ist ja 200 nicht gehabt. viel, ne? Ist ja nicht viel. Rate mal, wie viel ich hab. Ja, letztes Jahr habe ich 200 gehabt. Rate Über. mal, wie viel ich hab. Weiß ich Null. Oha. Da wären mir deine 59 genug, dann könnte ich schon meinen roten, schwarz-roten Bahamut Dragon Speed upen. Ich habe keinen Bock mehr, einen Tag zu warten. Wieso Bahamut drängen? Ach so, bei Soulmixer. Ach ja. Ach stimmt, da kann man ja auch bei Soulmixer kann man ja auch immer dieses Power-Dingens da, das mache ich auch gerne. Dieses. Ist auch nützlich. Ja, wenn du Ah. jetzt zum Beispiel so voll in schlechten hast, dann tust du das und dann. Alter, wieso schreiben mich hier alle an? Weiß ich Hallo. doch nicht. Mann, Hi. warum laufen die hier weg, ey? Nicht weglaufen, du himmlischer Höchster. Echt mal. Alter, als ich zum ersten Mal deine Truppe gesehen habe, dachte ich mir nur so, oh mein Gott, wenn ich den angreife, sind alle tot. Ach, ich hab da nicht so eine gute Truppe hier. Nein, hast du nicht. Voll die schlechteste Truppe ever. Ist auch so. Alter, wenn ich diese Truppe hätte, weißt du, was ich tun würde? Was? Ich würde jedes Turnier gewinnen. Ja, das ist damit auch richtig einfach. Ja. Nur ich habe nie Bock, irgendwelche Turniere zu machen. Da bin ich zu faul für. Zu faul für. Ja, meistens ist ja auch nur Scheiße. Nur mit Cash kannst du da was reißen. Ja, Nicht weil wegen den reißen. Hackern ist es immer scheiße. Ich hasse das. Und dann gehe ich da hin, gib dafür 30 Cash aus, ne? Und dann sind da irgendwelche Hacker. Ich würde das Turnier normal gewinnen, aber da sind irgendwelche Hacker mit solchen unbesiegbaren Viechern da. Und dann habe ich die Arschkarte. Das hasse ich. Ja. Ja, sowas ist immer recht schlimm. Hacker sind immer dumm. An Ja. alle Hacker da draußen, hört auf zu hacken. Naja, ich will jetzt keinen beleidigen, aber Hacken ist eigentlich für Noobs, ne? Nee, nein, schau, hacken ist, das ist langweilig. Das ist eigentlich für Leute, die das Spiel nicht spielen können, sozusagen, ne? Yep. Also Leute, die hacken, die wissen nicht, wie man spielt, müssen halt starke Einheiten haben, damit sie überhaupt da vorankommen. Ja. Soll jetzt keine Ja. Beleidigung sein, aber ist nur mal so, finde ich. Oh.
Naja. Du. Oh, da sind ja voll viele Engelsdrachen. Mein Gott, ich hoffe, da droppt noch einer ein oberstes Bahamut-Viech da und dann bin ich glücklich. Ich sage euch mal, wo Hacken gut ist. In In was? GTA San Andreas. Ja, dann mache ich das ja auch immer. Das macht jeder. Wer das nicht macht, hat kein Leben. Ja, ohne Hacken ist es voll schwer, ne? Finde ich. Wer Also. macht schon Mission? Ja, was macht ihr denn? Leute So abknallen. langweilig, dafür kommt mir doch kein Spiel, das so teuer ist. Wobei, Ich das auch. teuer war das gerade nicht. Das hat, wie viel hat mich das gekostet? Lass mich überlegen. Ich glaube, 2 € oder so. Was? Ja, San GTA Andreas? San Andreas habe ich für 2 € gekriegt, ne? On? Steam. Oh, lol. Ja, da gab's doch zu Silvester das Angebot da. GTA San Andreas für 2,49 € und GTA 4 für 7,49 €. Das habe ich mir dann ja. Spielst du Shooter? Manchmal. Kommt drauf an. Black Naja. Ops 2. Nee, kostet zu viel Geld. Counter-Strike. Counter-Strike. Habe ich mal gespielt, aber habe ich nicht mehr. Planetside 2. Kenne ich da gar nicht. Battlefield 3. Nee, habe ich auch nicht gespielt. Wenn dann nur COD. Und wenn dann nur COD Black Ops. Ein. Ich fand diese Nuketown-Karte immer so geil. Da kommt man immer Ja. schön sich im Haus verstecken und da so rumrennen und dann kommt da einer, wuh, schön abgeknallt. Ja. Aber in Counter-Strike finde ich doof. Die haben alle so viel Leben. In Black Ops ist es anders. Da knallst du so viermal rein und der ist tot. Ja, ne? Counter-Strike. Boah, ein Counter-Strike, das ist so geil. Naja, Headshot, ne? Muss man können. Ja, muss man können. Boah, ich brauche jetzt nur noch einen Teil für den obersten Bahamut. Boah. Kennst du Brick Force? Ja, das ist scheiße. Ich hab's mal angespielt. Boah. Level 15. Ich habe mir jetzt meinen Himmel-Bahamut jetzt hier geholt. Yep. Oh, Echt, jetzt. du hast ihn schon? Ja, ich habe mir den gerade geholt. Ne? Ist der gut? Weiß ich nicht. Ich muss noch mal in der Gruppe eine Abstimmung machen, von welchem Drachen ich am Freitag dann eine Drachenvorstellung machen soll. Vom. Hast du schon mal die Drachenvorstellung geguckt? Bin ja erst, ich kenne dich doch, glaube ich, erst seit 3 Tagen. Ja, stimmt, da hast du bestimmt noch keine gesehen. Aber die wird es dann mal wieder geben auf diesem neuen Kanal und ja. Ja, wird's dann. Was machst du denn da? Dann stelle ich immer so einen Drachen vor, stell die Attacken vor, zeigt, was die so können. Ja. Wieso machst du nur Drachen? Mach doch auch Einheiten. Einheiten. Ja, Einheiten ist so sinnlos, ey. Soll ich da tausend Einheit-Videos machen oder was? Ich bin den ersten da mit dem Speer. Was kann er? Den allerersten. Allererster, welcher allererster? Bei den Einheiten der erste, mit dem so, das ist so ein Oje, Speerträger. nee. Ich zeige euch mal, was der kann. Boah, welcher Drache ist es jetzt, ey? Ich habe hier so einen Drache jetzt gekriegt. Ich glaube, das ist wieder. Ey, wenn das jetzt nochmal VS Extreme ist, ey, dann. Nee, das ist kein VS, das könnte. Wie sieht er aus? Wie sieht er aus? So ein Drache mit so Zacken. Also wie so ein Extreme Dragon, aber mit Zacke. Zacken. So. Kannst du gleich im Video sehen. So, ja, die Insel ist jetzt ja auch zu Ende gespielt und alles zu Ende gespielt. Dann sage ich, das war die heutige Folge mit unserem Gast hier und wir verabschieden uns. Tschüss. Bye.